Ja, man kriegt immer noch bei einem Motiv, aber ich habe das jetzt 4-5 Mal, das ist dann auch genug. Auf dem Niveau der Mitte befindet sich eine Wetterstation, die dazu berufen ist, alle Angaben für das Klima, ja, für das Wetter zu sammeln, wie hoch die Lufttemperatur ist, Feuchtigkeit und so weiter. Auf dem Kopf der Statue? Nein, also wo die Schulter sind. In Denizol, kann man durch für Leute, die da was zu tun haben, zum Beispiel. Die das Schwert ist 14 Tonnen schwer, ja, 29 Meter lang. Und die Statue selbst wiegt 8000 Tonnen. Und da oben an der Schwertspitze sind so rote... Lampen, nein, Lampen. Wegen Flugzeuge. Ja. Also das Schwert ist beleuchtet. Ja, verstehe. Ja, hoch. So, jetzt gehen wir in den Pantheon rein. Also von hier aus sieht man schon diese symbolische Fahnen. 34 Stück gibt es davon. Insgesamt sind hier 7200 Namen eingraviert. Ja, aber natürlich, das waren nicht alle, die hier umgekommen waren. Es gibt immer wieder widersprüchliche Angaben, sowohl von der russischen als auch von der deutschen Seite. Ich nenne normalerweise diese Zahl, etwa 2 Millionen Tote auf beiden Seiten und davon ca. 1,2 Millionen von der russischen Seite und 800.000 von der deutschen Wehrmacht und der Alliierten. Ja, man hört sich hier die Trauermelodie, Träumerei von Schumann, von einem deutschen. Einfache Soldaten. Es gibt natürlich Oberleutnant, sehe ich, Polizeikommissar, Kapitän, Hauptmann. Mosaikbilder. Was heißt hier oben die Insel? Ja, also nicht oben steht zu lesen. Ja, die alle waren einfache, sterbliche Menschen. Und wenige von uns sind am Leben geblieben. Wir alle waren einfache Menschen, sterbliche. Wenige von uns sind am Leben geblieben. Aber wir haben alle unseren Pflichten gegenüber der Heimat und der Thank you.
Ja, die Ursprünge.